Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Da habe ich vergessen, in welcher Reihenfolge ich was tun muss. Ansagen und dann Tasten drücken. Ich bin die Zementente, begrüße euch ganz recht herzlich zurück in Crazy, Crazy Street Town mit Crazy Streets. Nein, ich begrüße euch zurück am Ententeich. Und nachdem jetzt ein paar Folgen ins Land gegangen sind, seit ich die Was machen wir mit City Skylines, dem LP-Folge, seit ich diese Folge veröffentlicht habe, sind ein paar Kommentare eingegangen. Viele User haben meine Meinung geteilt und gesagt, Mensch, City Skylines toll, hat viel Spaß gemacht, war ein schönes Let's Play, aber so langsam aber sicher ist die Luft bei uns auch als Zuschauern raus und entsprechend habe ich jetzt entschlossen, für euch und für mich zusammen, dass wir Folgendes machen werden. Die nächsten Folgen XY, weiß nicht wie viele es sind, die es dauert, werden wir gemeinsam nochmal eine Stadtrundfahrt machen. Ihr könnt euch jetzt die ersten... Ja, das erste Minütchen, während ich noch kurz rede, hier nochmal die Stadt angucken, wie ihr sie kennt. Und dann werden wir nochmal in die First-Person-View gehen. Und wir werden nur anhand der Straßen und Fußwege, vielleicht ganz leichte Abkürzungen wählend, einmal die Stadt zusammen nochmal betrachten gehen, denke ich. Und werden damit dem Ententeich einen würdevollen letzten Rundgang geben, denke ich. Ich denke, das ist vielleicht die sinnvollste Variante. Und ich möchte auch viele meiner crazy Straßendinger mal ausprobieren. Also wenn ich mir das hier angucke, guckt euch an, wie geil ich hier die Straße einfach gebaut habe. Stellt euch mal vor, solche geilen Straßen gäbe es im Real Life auch. Das ist ja der Shit. Also diese Autobahnabfahrt hier, die ist ja der absolute Obershit. Das ist ja voll genial. Ach ja, und auch hier dieses gekochte Gekröse, was hier so rumfährt. Meine Herren, und auch hier diese super geilo Street, ey. Die kann man gar nicht genügend honorieren, wie geil diese super geilen Streets hier sind. Egal. Okay, wir sind in der Hood. Wir fangen mal hier drüben an, würde ich sagen. Den hier und den hier. Und da muss ich wieder hier WASD, ne? Jetzt muss ich erstmal eine halbe Ewigkeit wieder reinscrollen. Warte mal, kann ich das nicht schneller machen, wenn ich... nein, nicht so. Wenn ich so anfange, dann brauche ich nicht ganz so weit reinscrollen, oder? Jawohl, genau. Und jetzt sind wir ein ganz normaler... Besucher, wir sind ein Tourist unserer Stadt. Na, hätten wir eigentlich im Flughafen anfangen müssen, ne? Und, oh, ich habe schon wieder Pause gedrückt, weil ich springen wollte. Und das hier ist... Halten wir uns an die Verkehrsregeln? Wir halten uns mal an die Verkehrsregeln. Nicht immer, aber jetzt am Anfang können wir uns erstmal an die Verkehrsregeln halten. Wir fahren also hier über die Autobahn. Ram, ram. Oh, hier gibt es sogar Ortsschilder. Mal gucken. Gut, kann kein Mensch lesen. Aber es gibt Ortsschilder. Okay, dann fahren wir hier. Hier dürfen wir ab. Naja. Dann fahren wir hier in unser... neu gebautes... Ach, hier sind die, das ist die Commercial Zone hier, ne? Ja, genau. Das hier ist die Commercial Zone, die wir später mal errichtet haben um das Pendlerviertel. Also das ist die Commercial Zone zum Pendlerviertel. Das ist eine Abbiegespur, das heißt, das ist eine Einbahnstraße. Das heißt, hier müssen wir lang. Okay. Und ja, Commercial Zone zum... Huch, ich fliege. Wir haben ein Springauto gebaut. Ach, da hinten ist die Autobahn, von der wir gekommen sind. Ist das nicht hübsch? Und was ist das hier? Guck mal. Was ist das hier hübsches? Ist das ein Friedhof? Tatsache. Ist das ein Krematorium oder ein Friedhof? Das ist wahrscheinlich ein Krematorium. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder raus und zurück auf die Straße. Juhu! Ja, Mensch. Und jetzt fahren wir hier so durch die Straßen. Ampel ist rot. Müssen wir warten, wie alle anderen guten Bürger auch. Run. Da fährt eine unserer Buslinien. Yay. Ey, du hast uns überholt, Auto. Frech. Voll frech. Und grün. Das geht sehr schnell grün. Hier ist wieder so ein etwas überfüllter Busstopp. Und mal sehen, jetzt kommt da der Bus. Jetzt gucken wir mal zu, wie da die Leute ein- und aussteigen. Wupp, 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 wupp. Und schon ist er wieder weg. Und die Leute stehen hier immer noch. Alter, wie viele Leute hier einfach Bus fahren in dieser Stadt. Das ist auch schon ganz schön beeindruckend. Hier ist ein Busstopp. Noch einer. Guck mal, wie modern der ist mit so einem Video-Touchscreen-Dingens. Oh, und guck mal hier. Hier gehen wir mal kurz ans Meer. Guck mal, da können wir... Was ist denn das? Ach, das ist nicht das Pendlerviertel, oder? Sondern das ist schon das Bauernviertel da hinten. Aber schick ist es hier auch, ne? Also, aber müssen wir nicht jetzt dann schon... Sind wir dann jetzt schon im Pendlerviertel? Ich glaube, wir sind schon im Pendlerviertel, ne? Wir sind gar nicht mehr in der Commercial Zone, oder? Ganz sicher bin ich mir nicht. Es sieht mir hier immer noch sehr commercial aus, aber... Obwohl, nö, könnten auch richtige Wohnhäuser sein, tatsächlich. Gut, dann fahren wir mal über diese kleine Auffahrt auf die neue Stadtautobahn.
Wumm und was ist hier? 100, alles klar. Und fahren darüber zu den Bauern. Also nicht negativ verstehen mit den Bauern bitte, sondern positiv sind. Oh, ich finde das auch geil, wie man hier die Gebäude zwischen der Autobahn schon sieht und so. Wisst ihr, woran mich das hier so ein bisschen erinnert, diese Stadtautobahn hier? Wo die so richtig mitten durch diese, also irgendwie gefühlt so mitten durch diese ganzen Hochhäuser führt und wo links und rechts überall Hochhäuser stehen? Jetzt werde ich vielleicht sogar einen bestimmten Zuschauer ansprechen, aber es erinnert mich so ein bisschen an die Stadtautobahn von Bremen, wo man auch so zwei Spuren Autobahn hat und links und rechts von einem, also es ist auch keine Autobahn, das ist eine innerstädtische Umgehungsstraße, aber wo halt um einen herum überall auch diese Hochhäuser stehen und die auch so zwischen den beiden Straßen teilweise so rausragen. Jeder, der schon mal in Bremen war, wird es kennen, denke ich. Wir fahren hier mal runter, auch wenn das natürlich illegal ist, aber wir sind, da kennen wir nichts. Wir gucken uns hier auch nochmal um. Ja Mensch, hier wohnen also noch mehr von unseren Pendlern, ganz viele. Wir fahren, ah nee, hier darf man so rumfahren. Oh, guck mal, hier fahren auch Trecker lang. Frage mich eigentlich, was passiert, wenn man mal ein Industriegebiet macht, in dem kein Schwerverkehr fahren darf. Was da wohl passieren wird. Aber ich schätze, da wird die Industrie einfach reihenweise pleite gehen. Oh, guck mal, Sportwagen. Wir sind schneller als der Sportwagen. Ja, also auf jeden Fall massiv hohe Hochhäuser. Ich höre die ganze Zeit Möwen. Alter, es ist schon extrem geil. Also ich bleibe dabei, wenn ich mir eine Wohnsiedlung in dieser Gegend hier aussuchen dürfte. Ich glaube schon, ich würde am liebsten hier wohnen. Ne? So mit dem Ausblick jeden Morgen aus dem Balkon. In meiner sehr modernen neuen Hütte. Der ist tatsächlich noch ein bisschen beruhigt. Ich kann tatsächlich, wenn ich möchte, runtergehen zum Strand und da so spazieren gehen. Also ich glaube schon, also ich würde schon, wäre auf jeden Fall eine der Top 3 Locations, wo ich mich hinsiedeln würde, wenn ich mir eine freie Auswahl hätte. Wenn ich mir eine freie Auswahl hätte? Ihr wisst schon, wenn ich die freie Auswahl hätte, würde ich wahrscheinlich, Top 1 ist auf jeden Fall hier. Und wir können ja mal zusammen gucken, wo wir Top 2 und Top 3 ansiedeln würden. Das Schöne an der Gegend hier ist natürlich auch, also abgesehen natürlich, dass hier haufenweise Millionen, Milliarden Menschen wohnen, aber wir könnten tatsächlich relativ zügig, wenn man hier jetzt die Straße runterfährt, kommen wir ja auch zu den... Achso, Metro. Kommen wir auch irgendwann zu den Tieren, oder? Müssten wir hier nicht irgendwann... Was ist das hier? Achso, das ist wieder so ein... Nee, das hier ist ein Krematorium. Dann war das da hinten tatsächlich ein Friedhof. Ach, guck. Wieder was gelernt. Na, irgendwo muss es hier doch zu den Tieren gehen, oder? Ich will zu den Tieren. Lasst mich zu den Tieren. Ich will in den Bauernbezirk. Okay, vielleicht auch nicht so schnell, wie ich dachte. Tiere? Hüpfburg. Oh, die habe ich noch nie gesehen, glaube ich, so im Fast First Person. Ladies, ihr seht sehr gleich aus, ihr drei da. Ah, habt ihr das einstudiert? Ist das eine Dance-Performance? Ey, Macarena. Ne. Hm. Aber ich finde auch das Bouncy Castle süß. Kann man da mal reingucken? Tatsache, da kann man. Alter, wie viel Mühe sich die Designer auch wirklich auch mit dem Interieur dieser Gebäude gegeben haben, wo man ja eigentlich so nah gar nicht ranzoomen soll. Geil. Sehr, sehr geil. Extremely geil. Können wir wieder auf den Boden bitte? Ah ja, danke. So, irgendwo muss hier jetzt aber doch mal eine Abfahrt Richtung, hier ist extrem wenig Abfahrtsmäßiges. Hier ist wieder Abfahrtsmäßig. Ist doch gerade grün. Wir fahren mal schnell. Ah ja, da ist Industrie. Aber da ist ja stinkende Industrie. Komme ich da jetzt an den Industriehafen? Oder ist das das neue? Ach, das ist das neue Industriegebiet, das wir da gebaut haben, das große. Da waren wir auch noch gar nicht, ne? Das kennen wir noch überhaupt nicht. Können wir uns noch mal die Industriegebiete von Namen angucken. Hier, Williams. Ich hatte übrigens vorhin einen sehr nützlichen Tipp tatsächlich im Loading Screen. Ich wusste das noch gar nicht, aber das habe ich jetzt gelernt, als ich diesen Tipp halt gelesen habe. Und der besagt, dass man, wenn man Industrie auflevelt, also höher gelevelte Industrie wie diese hier, hat tatsächlich, oder hat nicht, also nicht hat, sondern verursacht weniger Pollution, also macht weniger Dreck. Hier ist wieder ein schöner botanischer Garten. Und das heißt, je höher man die levelt, also insofern wird der Boden auch weniger versaut. Hier ist ein bisschen was los.
Ich würde ja total gerne jetzt über diese Straße in die Hauptstadt fahren, aber ich will noch erstmal ich will noch mal in den Bauern, zu den Bauernhöfen. Irgendwie müssen wir da ja hinkommen. Ich überlege gerade, wenn wir hier jetzt sind, dann müssten die Bauernhöfe schätzungsweise so direkt links von uns irgendwann kommen in absehbarer Zukunft. Wir fahren auf so einem Roller, ne? So einem Springroller. Deswegen können wir mal zwischen den Autos langfahren. So, hier. Oh, geil. Hier kommen wir wieder auf die großen Straßen. Ist das hier? Moment, ich muss mal etwas gucken. Hier geht es so drunter und drüber. Dann ist genau da auch das Bauerngebiet. Ich sehe es ja auch von hier. Das ist, wenn dieses drunter und drüber, das ist in der Nähe von dem Bauerngebiet. Das wusste ich, weil ich hier ja drunter und drüber gebaut habe, um den Verkehrsstau so ein bisschen zu umgehen. Da, genau, da sind hier auch die Kreisverkehre. Oh, wir fahren mal schnell. Wir fahren mal über einen dieser vielbefahrenen Kreisverkehre rein. Moment. Huch, hua. Stadtautobahn. Nein, ich muss mal hier rüber. Moment. Flupp. Zurück auf die Bremer Stadtautobahn und hier einmal wenden. Handbremse. Auf meiner kleinen Vespa. Und dann müsste es hier, wenn ich jetzt nach rechts fahre, wo der Trecker auch so geil sich in die Kurve legt und hier gibt es dann den Stau. Ah ja, okay, der ist... Ja, wobei, der ist flüssig. Das ist ein Stau, aber er bewegt sich. Nicht. Gerade wo ich es gesagt habe, bleibt er komplett stehen. Und dann können sie hier in den Kreisverkehr. Warum fahren sie denn alle nur auf der einen Spur, wenn es da drei Spuren gibt? Man weiß es nicht. Gut, wir biegen hier mal ab. Wir fahren mal in das, genau, Gebiet mit den Kühen. Danke für die Erinnerung, dass es Kühe sind. Mal sehen, ob wir tatsächlich Kühe finden. Schweine haben wir das letzte Mal, glaube ich, gefunden, oder? Ja, Schweine haben wir gefunden. Ich erinnere mich dunkel. Mal sehen, ob wir gemeinsam... Oh, hier ist die Subway Station. Wie weit geht die rein? Mal gucken. Achso, da kann ich nicht rein, weil der Boden ist quasi das Ende von der... Ich will mal um die Ecke gucken. Kann man... Na, nee, man kann da tatsächlich nur... Aber wobei, da sieht es so aus, als würde es weitergehen. Und da ist eine Tür. Na gut, egal. Trotzdem mit sehr viel Liebe noch ins Detail gegangen, obwohl das gar nicht nötig wäre. Weil, ne? Modding halt. Alter, die Kühe nerven schon ganz schön hart. Gibt's hier Kühe? Nö, ist einfach nur ein leeres Gehege. Na gut. Da, Kühe, nee, Holz. Alter Schwede. Das klingt so, als wärst du mitten in einer riesigen Herde von Kühen, die die ganze Zeit von irgendeinem Tier gepokt werden, aber sehen tun wir sie noch nicht, ne? Da geht's rüber ins Menschengebiet, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Da geht's rüber in das eine Gebiet, das wir angesiedelt haben. Wir fahren mal hier rein. Huch, Werbung für ein Auto. Sehr, sehr lustiges Auto. Na gut. Achso, das hier ist eine Einbahnstraße. Also keine Einbahnstraße, sondern eine Sackgasse. Na gut, Sackgasse. Ui. Nee, das sind Autos, die sich da hinten bewegen. Ich will Kühe finden. Menno. Wenn das hier schon die ganze Zeit mu 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 und macht, dann muss es doch auch irgendwo Kühe geben. Was ist hier? Auch nur eine Weide, ne? Ja, okay, nur eine Weide. Okay. Mehr Dings und Bums. Mehr Bums und Dings. Hm. Aha, okay. Alter, es muss doch hier irgendwo Kühe geben. Das kann wohl nicht wahr sein. Ist das hier? Achso. Ich dachte gerade, da wäre ein Loch im Boden. Ich krieg's die Krise. Hier muss doch irgendwo Kühe sein. Oh, hier Basketballspieler. Und zwei Zuschauer. Aber es ist genau wie beim letzten Mal. Der blaue, also der schwarze wird immer den weißen da ausspielen. Und dann wird der sich den Ball da holen und ihm den wieder rüberpassen. Yay, go! Warte, ich nehme ihm den Ball ab. Warte, pass auf. Ich tackle ihn von links, du von rechts. Los, und jetzt hier. Und jetzt. Moment, ich slam da. Der hat den Ball schon wieder. Moment. Achso, ich habe schon das Space gedrückt, um zu springen. Hm, ja, okay. Gut. Ich bin sehr gut in Sportsachen. Go, Team Sport. Go, Team Sport. Ja. Nein. Nee, Sport nicht so. Ich mach zwar total gerne Sport, wo du hinten brennst.
Alter, es kann nicht sein, dass hier keine einzige Kuh ist. Ich werde hier gleich... Oh, da sind sie. Hier, jetzt auf einmal gleich 1000 Kühe. Doch, ich glaube doch, ich erinnere mich an diese leicht doof gefärbten braunen Kühe, erinnere ich mich. Hallo Kuh. Doch, wir haben das letzte Mal auch Kühe gesehen, ich erinnere mich wieder. Okidoki. Ich würde sagen, nachdem die Feuerwehr hier jetzt gelöscht hat, gehen wir mal gucken, ob wir zurückfinden von hier zum Küstenhafen. Okay, hier nicht. Und dann vom Küstenhafen aus die Straße rübernehmen in die große Stadt. Wenn da der Weg so ist, dann müsste... Der führt doch zum Küstenhafen hier, oder? Ich meine, der führt direkt zum Küstenhafen. Oder auch nicht. Dann hier nach links? Doch, hier nach links. Ja, doch, das ist richtig. Alles richtig. Oh, ey, meine Orientierung, ey. Voll die Skill Wars. Okay, nach hier geht's Richtung neues Gewerbe- und Industriegebiet. Genau, und da sehe ich den Industriehafen schon. Hier da vor uns, da sehen wir ihn. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal näher an, als so, wie wir es jetzt machen. Wir haben ja die Möglichkeit... Oh, das Wasser sieht aber auch extrem geil aus eigentlich. Also ich meine, gut, ja, natürlich, ne, sehr einfach und simpel. Jetzt nicht übertrieben hardcore gerendert, aber bedenkt bitte, es ist eine City-Sim und kein, ne, First-Person-Shooter oder sowas. Ich finde, das Wasser sieht schon ziemlich cool aus dafür. Also man sieht, unter Wasser sieht das Ganze besser aus als die eigentliche Bodentextur. Wenn man ganz ehrlich ist, unter Wasser sieht sie tatsächlich ein bisschen realistisch aus. Durch dieses Verkröseln vom Wasser und hier, naja, ja, ne, reden wir nicht drüber. Yay, Planschen, Planschen. Ja, hier der große Industriehafen. Kommt da mal ein Schiff? Nö, gerade nicht. Da parken sie mit ihren Autos auch, alles klar. Ich versuche, es ist etwas schwierig, weil hier der Boden nicht fest hakt. Das Ding ist höher als der Boden, deswegen muss ich jetzt so ein bisschen frickeln. Aber ja. Industriehafen. Au. Auto. Jetzt müssten wir irgendwie den Weg rüberfinden. Schätzungsweise da hinten irgendwann nach rechts. Okay. Ich dachte, das wäre sehr weit, deutlich früher schon möglich. Wir könnten natürlich auch die Stadtautobahn wieder nehmen, aber nö, wir fahren jetzt mal mit dem eigens dafür entwickelten Highway. Kommen wir doch auch theoretisch, jetzt muss ich gerade überlegen. Ach, das führt hier wieder auf die Stadtautobahn. Ja gut, ist ja auch nicht schlimm. Hui! Die Stadtautobahn an sich ist ja auch sinnvoll, weil wir dann ungefähr da rauskommen, wo wir zuletzt auch rauskommen wollten. Hier rechts die ganzen neuen Commercial Zones am Strand runter. Ne? Nur nochmal gezeigt, da müssen wir jetzt nicht extra nochmal durchlaufen, glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Gebiete mit den verschiedenen Wundern, die werden auch spannend. Die können wir uns nämlich wirklich im Close-Up auch nochmal richtig, richtig genehmigen. Biegen wir hier ab oder gehen wir geradeaus weiter? Wenn wir hier rechts abbiegen, fahren wir über die Küste drüber, also direkt durchs Meer sozusagen. Hier, da, ne, ihr seht's ja. Wenn wir da lang fahren, dann fahren wir tatsächlich so in die Stadt, wie wir weiter über die Standardautobahn gefahren wären. Ich kann mich gerade nicht so recht entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Wie will ich's denn? Ach, ich will mal die neue Straße benutzen, komm. Die andere kennen wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen. Hier, unsere ganzen Wasserpumpen. Sind ja auch gar nicht viele. Ach, hier ist auch sowieso nur ein Zubringer. Naja, guck. Da geht's wieder zurück. Wir wollen aber nicht zurück, wir wollen jetzt in die große Stadt. Miau. Miau. Und ich würde sagen, bevor wir in die große Stadt gehen, ich weiß, es ist jetzt ein Minütchen zu kurz, aber das passiert, mache ich hier mal einen Cut und wir schneiden unseren finalen Walk durch unsere Stadt in so 3-4 Folgen zusammen. Ich denke, das wird ungefähr so in der Größenordnung sein. Vielleicht werden es auch 5, mal gucken. Auf jeden Fall an dieser Stelle für den ersten Teil unseres Wir laufen nochmal gemeinsam durch den Ententeich bin ich die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles, alles Gute und ciao, ciao.